Du, da sind wir. Guck mal hier. Guck mal da. Oh Mann, so schwer. Hallo und willkommen zurück zu einem Video von mir. Ich bin gerade im Wald mit Genie. Warte, ich zeige euch. Nee, Genie macht gerade. Ich zeige euch Genie gleich. Oha! Genie! Man erkennt sie einfach gar nicht, finde ich. Na gut, doch schon, aber man erkennt sie nicht so gut auf diesem Lauf. Genie! Gut. Dann tob dich erstmal aus. Ist das nicht schön? Das ist richtig schön hier im Wald. Also, wo ich herkomme aus Niedersachsen, da wohnen wir auch direkt am Wald. Und hier oben ist es einfach nicht so häufig, dass hier Wald ist das eher alles flach und viele Wiesen. Und deswegen finde ich das umso schöner, wenn wir im Wald spazieren gehen. Es ist einfach richtig schön. Was machst du da? Warte. Jetzt macht sie es nicht mehr. Sie hat immer so richtig komisch, sich so richtig komisch bewegt. Komm mit! Lass lauf! Genie! Komm mit! Lass rennen! Komm, komm, komm! Komm! Yeah! Ich habe auf jeden Fall. Oh nein! Ich habe so eine rosa Jacke. Und ich finde, man sieht auf diesen Jacken einfach alles direkt. Und ich dachte gerade, ich habe mich mit Schoki eingesetzt. Aber es war nur was vom Baum. Also alles gut. auf jeden Fall habt ihr mir über Instagram geschrieben, dass ihr Videos über Genie kam. Okay, Genie ist weg. Ihr wolltet auf jeden Fall Videos über Genie. Wo ist Genie? Über Genie und über Nea haben. Und ich habe gedacht, ich mach das mal, aber Genie! Da! Oh Gott! Mann, mach sowas nicht! Oh. Okay, auf jeden Fall folgt ein kleiner Steckbrief über Genie. Okay, sie rennt weg. Ich laufe mal eben hinterher. Was tust du da? Auf jeden Fall, das ist Genie. Okay. Genie ist 2 Jahre alt. Mäuschen, komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Genie. Hallo. Was ist da? Auf jeden Fall, das ist Genie. Sie ist ein Chihuahua. Ist, wie eben schon gesagt, 2 Jahre alt. Ich habe sie jetzt seit September 2017. Und habe sie mir heimlich gekauft mit meinem Bruder zusammen. Und ja, was kann man noch über sie erzählen? Sie ist auf jeden Fall richtig, richtig schnell. Okay, ja, Moment mal. Man erkennt sie einfach wirklich nicht. Ja, moin. Hallo. Kommst du wohl hierher? Jetzt ist aber mal gut. Sitz jetzt. So. So ist fein. So, ja, Genie ist auf jeden Fall richtig schnell. Sie spielt ganz oft mit großen Hunden und das ist immer ganz lustig. Sie hängt die meistens echt ab.
Ja, wie gesagt, sie rennt sehr viel, schläft aber auch genauso viel. Also sie ist eigentlich immer recht pflegeleicht, genau, das wollte ich sagen. Der Hund ist schon wieder weggelaufen. Das Problem ist, da vorne ist Straße. Da hinten, nee, doch, nee. Da hinten ist eine große, ist ein großes Feld. Da vorne ist auch überall Straße und da wohnen überall Leute. Und da hinten ist noch eine Firma. Und wo es da lang geht, weiß ich auch nicht. Und es ist mir auch viel zu gefährlich, wenn sie hier rumläuft. Ich meine, sie hört zwar, wenn sie wegläuft, aber trotzdem, wenn sie dann, ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig. Ja, so, jetzt weiter. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Wenn wir arbeiten gehen, das ist immer eigentlich ganz gut, weil dadurch, dass ich im Schichtsystem arbeite, ist sie dann auch nicht so viel alleine. Und sie schläft halt einfach richtig, richtig viel. Und ja, wenn sie rausgeht, dann powert sie sich aber auch richtig aus. Also sie ist jetzt auch schon die ganze Zeit hier am Rennen. Und ja, also ich denke mal, ich werde das Pferd auch nochmal mit ins Video nehmen. Dann muss ich nicht zwei separate Videos machen. Dann mache ich einfach ein großes, umfangreiches Video. Und dann hat sich das auch. Na los! Hallo, live aus dem Stall. Was heißt live aus dem Stall? Live vom Pferd. Moment. Ja, wir reiten hier noch ein bisschen. Und wir haben gerade die ganze Halle für uns. Richtig gut. Macht richtig Spaß. Zeig mal hier. Guck mal. Ist alles frei. Richtig gut. Mal doch. Ja. Ich weiß, es ist eigentlich nicht gut. Also eigentlich nicht das Handy mit aufs Pferd. Nee. Aber dadurch, dass die Halle gerade so leer ist, ich lasse sie gerade auch ganz locker laufen. Guck mal, da bist du. Da sind wir. Mensch, so schwer. Na dann mal weiter. Super. Hallo, momentan ist nicht so viel passiert. Ich war eigentlich nur arbeiten. Ich bin gerade mit dem Hund draußen und nehme euch einfach mal ein bisschen mit. Genie?
Hallo ihr Lieben, ein kleines Update. Es ist jetzt 23 Uhr und ich war noch beim Pferd. Ja, hat richtig Spaß gemacht. Ich blende euch hier gleich mal ein paar Szenen ein. Gott, ich sehe total schrecklich aus. Naja. Oh Mensch. Ja, na gut. Dann wünsche ich euch eine gute Nacht. So Leute, ich bin ein bisschen übermüdet, aber das ist nicht schlimm. Ich gehe heute einfach früher ins Bett. Was wollte ich noch erzählen? Genau, ich wurde öfter mal gefragt, wie denn der Stall aussieht und so. Und jetzt kommt der Hufschmied. Und deswegen nehme ich euch jetzt einfach mal mit. Also nicht beim Hufschmied, sondern ich zeige euch einfach die Hufe danach. Und ein Bild von vorher finde ich bestimmt auch noch. Das blende ich hier gleich einfach mal irgendwo ein. Weil wir haben näher jetzt als kurze Zeit wieder, also jetzt seit einem Monat. Und wir hatten eigentlich schon einen Hufschmied, der ist aber kurzzeitig abgesprungen. Und jetzt mussten wir natürlich erstmal einen neuen suchen. Und heute hat er dann halt Zeit. Und er ist jetzt schon da. Und deswegen gehe ich jetzt einfach mal hin. Bis später. Also, ich bin gerade beim Pferd und Nea hat jetzt schöne Hufe. Es ist super. Ne, Dicke? Komm mal. Und ich bin jetzt wieder zurück auf die Wiese, damit sie noch ein bisschen laufen kann, bis die reingeholt werden. Ne, Dicke? Da kam jetzt alles ab. Das ist einfach enorm viel. Hallo Leute, ich bin wieder zurück im Auto. Ja. Es hat alles gut geklappt. Der eine Huf ist ein bisschen kurz geworden, hat er gesagt. Aber mal schauen, wenn sie jetzt nicht irgendwie anfängt zu lahmen oder so, ist das alles in Ordnung. Denke ich mal. Hallo, ich bin gerade bei Nea im Stall. Also beim Pferd. Und ja, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich mache die Videos einfach zusammen. Dass ich Hund und Pferd zusammen mache. Na, Pferd. Pferd ist gerade nicht so gesprächig, Pferd ist. Auf jeden Fall. Ja, guck. Sie guckt die ganze Zeit das Handy an. Ungeputzt, kommt gerade von der Wiese. Ist auf jeden Fall ein. Guck nicht so böse. Ein Hannoveraner Kaltblutmix. Ja, ihre Mama ist Hannoveraner. Die ist S-Springen gegangen, was man hier aber nicht so sieht. Und ihr Papa, Schleswiger Kaltblut, war ein Kutschpferd. Und ja, man sieht halt eher, dass die Masse durchgekommen ist. Gut, sie ist jetzt noch ein bisschen dick, aber als sie hier ankam, ist sie halt noch viel, viel dicker gewesen. Jetzt schon richtig schön abgenommen. Gut, der Hals muss noch ein bisschen hier. Das ist noch alles so schwabbelig. Muss auf jeden Fall weg. Aber ist auf jeden Fall schon viel, viel, viel besser geworden. Man hätte das mal am Anfang sehen müssen. Genau, eigentlich wollte ich jetzt reiten, aber jetzt war gerade Unterricht. Und ich habe morgen noch mal frei, deswegen habe ich gerade gedacht, dann kann ich auch eigentlich morgen reiten. Morgen früh, dann ist es hier ganz leer und können wir uns richtig schön viel Zeit nehmen. Deswegen habe ich gedacht, heute kuscheln wir nur. Dicky, komm mal hoch. Hey, dich mal. Jetzt. Sag mal hallo. Ich zeige euch gleich noch mal was. Ich habe sie gerade gekault und sie krault mich dann immer, das ist immer richtig süß. Auf jeden Fall reite ich sie dann morgen, weil dann haben wir mehr Zeit zusammen. Und ja, jetzt haben wir nur gekuschelt. Das ist auch mal ganz schön, einfach nur herkommen zum Kuscheln. Na, Dicky? Super beschäftigt, hat keine Zeit. Obwohl mancher guckt sie hoch. Thank you.
Mäuschen. Warte, ich zeig euch. Guck, jetzt kann sie lieb gucken. Wenn man los will, dann guckt sie einen richtig süß an. Mia. Dicky. Sie hat da auch so zwei Fenster, da können sie richtig schön rausgucken. Guckt sie auch immer raus, wenn ich gehe. Na gut, nicht immer, meistens. Ich versuch's gleich mal, ob sie dann reagiert, aber es ist ja meistens der Vorführeffekt. Dann reagiert sie sowieso nicht. Jetzt bin ich gerade raus. Mia. Dicky. Hey. Okay, ich dachte, sie ignoriert mich. Richtig so, gekonnt. Es ist jetzt ein neuer Tag. Ich habe nur vergessen, den Schluss zu drehen. Was ist da? Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann wisst ihr, einen Daumen nach oben. Und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ich verlinke mal hier unten in der Infobox Neas Facebook-Seite, ihr, weiß es nochmal, ihr Instagram-Account und von Genie den Instagram-Account. Und falls vor Weihnachten kein neues Video hochkommt, dann wünsche ich euch auf jeden Fall schöne Weihnachten und hoffentlich entspannte Tage. Ja, und einen guten Rutsch.